Türen vergessen zuzumachen? Nein, der Jael hat es sauber zugemacht. Scheiße. Also faktisch zusammenfassend sagen, wir haben es ausgesperrt und wir haben kein Wasser. Und die Küche sieht aus wie... Scheiße. Scheiße. Ich bin blank, hab kein Cash mehr auf der Bank, brauche Cash in meiner Hand. Ohne Kohle brauch ich mir nichts mehr holen, ich bin blank. Na 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 na. Sehr verdächtig. Wir sind sehr aufgeregt und sehr am Schwitzen. Vor allem sehr am Schwitzen, also wirklich, ich bin einer am Abölen, das glaubst du gar nicht. Ich nehme beide, Alter. Ich nehme Stracciatella und Vanille, Alter. Ich muss euch hier etwas mitteilen. Wir sind hier ein bisschen in einem hitzigen Boot. Ist nicht immer heiß. Und der Kandidat neben mir ist ein bisschen am Flüssigkeit verloren. Was hast du zu deiner Verteidigung? Sie ein bisschen glänzen. Ich sage dazu, dass das Kalorien verbrannt. Aber meine Sonnenhygiene wird abwaschen. Das ist nicht... Ja, das ist scheiße. Was ist ein bisschen ASMR? Was Leben, das Leben. Das Leben wird gelebt. Wieso kommt man die ganze Zeit Wasser, Alter? Nur mal raus. Hat ja genug. Unser Erik gibt es mehrfach. Ja. Nein. Das ist deines Pool. Machst du mir gerade Essig? Vielleicht sollte ich nur mit Pool pissen. Piss dich. Wir machen das. Ich sehe nur Scheiße aus auf diesem Boot. Ich sehe alle Scheiße aus auf diesem Boot. Das ist alles Scheiße. Stimmt. Ah, das ist es. Das ist das Gemütlichste, was ich je im Leben gemacht habe. Das ist noch ein anderes Boot. Da sind noch mehr andere Boote. Hier. Ja, mach mal. Oh, shit. Hier. Ich hab mich gesehen. Ja, Fische! So fliegt die Kamera. Ja, also Taxi lebt hier in Zypern. Wir sind nicht gewohnt, Taxi zu nehmen, gell? Das ist einfach günstig. Wir haben 20 Euro, um einfach zur Villa zu kommen. Wir sind das fünfte hoch. Ja, das ist okay. Und da würden wir wahrscheinlich auch mehr zahlen, wenn wir wirklich Quads oder das Auto mieten. Viel mehr. Ja. Weil wir unsere Fans mit meistens auch noch zahlen. Genau, und hier passt es einfach. Und auch die Ausgang so. Wir haben am Anfang gedacht, wir müssen alle laufen. Aber mit dem Taxi-Ausgang hin und zurück ist optimal. Jetzt gehen wir nach dem Pool Day, nach dem Baden, nach dem Boot Day, gehen wir jetzt heim, gehen duschen, gehen baden bei uns im Pool. Und dann gehen wir irgendwie auf die 5 oder so in die Stadt, ein bisschen shoppen, fett essen anscheinend ist der Plan. Und dann gehen wir noch schön ins Off. Nein, nicht ins Off, in den Ausgang. Weil wir trinken natürlich alle keinen Alkohol. Ja, heute fett essen. Wir legen es gerade natürlich auch schön an. Selbstverständlich. Wir legen es schön an natürlich. After us.
Überraschungsei zeigen. Nehmen sich schön an natürlich. Und du legst den Ausschnitt auch ein bisschen auf. Wunder. Ja, natürlich. Wegen dem musst du deine Schwitze. Ja. Ja, jetzt Ziel, würdest du viel Geld auszugeben. Ich sage, jetzt Essen kostet auch schlussendlich für uns 11. Ich sage, ja. 600 Stutz, sage ich mal. Was sagst du, wie geben wir dort aus? Total. Ja. Also nicht zur Nacht. Oder ich. Nacht. Du, total, zur Nacht. Nein. Alle zusammen zur Nacht. Alle zusammen vom Znacht? Also ja. Einfach zur Nacht von allen ja. Zusammen? Das Ganze, was wir im Restaurant konsumieren. Okay, okay. Ich sage 550. Ich sage 530. Sicher 3 Franken. 500. Ja, 7 Ich sage 600. Alle zusammen. Ich sage... Nein, jetzt sagen wir ja. 600. Was ich gesagt, ist gut. Ich sage, es macht 51. Ich sage, wir geben pro Person. Alter, halt einmal. 678. Ich schaue einfach, sie müssen viel essen. Sie auf, ich habe das Höchste gesagt. Ich schaue einfach, sie müssen viel nehmen. Hat jemand? Ja, ist gut. Vielleicht ist jetzt wieder okay, ich weiß es noch nicht genau. Aber ich habe, oh mein Gott, ich habe Carpaccio mit Trüffel. Spass. Was hast du? Ich habe mein verdammt geiles Gericht, schau es an. Charme Tartaro. Yeah. Enjoy. Thank you. Thank you. Okay, ist jetzt gekommen, weil bei der letzten Kirche gekommen hat, gell? Nur, dass es klar ist, gell? Aber schau das wunderbar an. Okay, gell? Aber das letzte, gell? Jeder hat es gehabt, gell? Aber hey, ist okay. Das geilste Restaurant. Ich habe Dim Sum. Das muss ich jetzt mit Stäbli. Das muss ich jetzt mit Stäbli essen. Aber ich habe keine Ahnung, wie mit Stäbli ist. So, ich bin gespannt, was das nächste Gericht ist. Also das nächste Gericht ist Dim Sum. Was kannst du an einem Swipe machen, dass du wieder Hacken dicht auszählst? Ich kann probieren. Also. So, ich leider schon auf Fressen, aber ist auch nicht so das Problem. Es ist der Mushroom Boy. Ganz voll Champignons. Ich liebe Bürzen. Wir haben das Rib-Eye, Australian Rib-Eye Steak mit karamellisierten Zwiebeln und. Mojito. Und jetzt der Mojito. Ja, und jetzt geht es weiter zum Neuen. Hier haben wir sehr feinen Lachs. Hey, Nico. Das geilste Gericht, was es gibt, sind Lamm Racks mit. Von Eros. Hey, Erik. Oh. Das Beste, was ich heute bestellen konnte, ist ein Lobster. Also, ich habe den Lobster bestellt. Und das ist der Brocken. Also, let's go. Viele so manche werden nicht satt. Ja. Einfach Käsegnocchi. Oder Pfirsich. Und ich habe irgendwie habe ich mehr erwartet, aber ich bin gespannt, wie es schmeckt und ob es verdammt satt macht oder nicht. Bro, ich bin wirklich Fagi. Der hure Mojito. Und ich habe so viel gegessen und ich kann wirklich hier... Ich kann mich hier in diesem Luxusstuhl hinterlehnen und wirklich einfach gleich pennen. Und wir gehen auch noch bis um 3 Uhr ausgegangen und das ist... Was? Bis um 3:30 Uhr geht es zu. Aber ich habe keinen Bock abzukacken. Das ist nicht unser Schicksal, das hängen wir nicht mit uns zusammen. Nein, am ersten Runde machen wir einfach Happy Hour für 12 Euro eine Stunde lang alles, was wir wollen. Das ist schon alles vollkissen. Ja. Wir müssen nicht kotzen, weil die Kotze wäre wirklich teuer. Wir haben uns ja aufgenommen, wer sie geschätzt hat. Und ich bin der, der am höchsten war mit 660. 678. Nächster Schnitt zeigen wir, wie viel. Das Gute ist, dass Sascha zahlt. Sascha übernimmt die Kosten. Bis 8,20. Mit Tipp. Ich sage, meine Karte wird so belastet heute. Aber ich habe vorhin gehört, dass wir alle Drinks zahlen. Von dem her ist es wieder ausgeglichen. Es war echt heftig. Heute das erste Mal Lobster gegessen. Potzblitz, Alter. Der Nico ist einfach am Denken. Was er will. Grüß an Erik. Und jetzt sind wir im Ausgang. Now!
Haut zu verleiden. Watership-Button! Wir fahren viel schnell, Alter. Wir fahren. Wir sind vorhin 130 im 50er gefahren. Und es kommt jetzt in seine Kamera an. It's perfect, thank you very much. Hast du jetzt gerade drei Leute gefilmt? Richtig. Ohne zu filmen? Richtig. Richtig. Weißt du, wie du mit mir jetzt gerade vorkommen? Ich habe so gute Arbeit geleistet. Jetzt musst du noch mal sagen, was du vorhin gesehen hast. Alter, Paco. 150 km/h. 150 km/h. Alter, no cap. Kann ich für Licht anschauen, bitte? Als ob das so Prio 0 wäre. Ich liebe es im Fall, diese Lichtschalter hier zu betätigen. Schwierig. Was hast du hier mitgenommen? Verdammte Blumenvase. Da waren sie Sex on the Beach drin. Und die nehme ich mit hey. Also Sex on the Beach oder die Vase? Alter Lutz. Ich habe wirklich diverse Momente in diesem Taxi, wo ich das Gefühl habe, wir sterben. Irgendwie habe ich es mega geil gefunden. Ich habe einen Spass bei meinem Leben gehabt. In einem Moment ist der Gegenverkehr gekommen und er ist auf die Pannenspur ausgewichen, es ist so weil cool wir so schnell sind gefahren. Also der Gegenverkehr, müssen wir heute sagen, ist ein anderes Taxi, das auch schätzungsweise auch mit 130 durch den 50er gefahren ist. Das ja. Müssen wir schnell festhalten. Und das sind alles Limousinentaxi. Das heisst, die sind ja so kurz, die haben recht lange Überholweg. Wo ist da der Lichtschalter? Könnt ihr bitte nicht alle gleichzeitig reden? Sie wird mit mir auf den Mund. Mit dem Nachtbaden. Mit dem gerne Nachtbaden. Eben, Sex on the Beach wie Nachtbaden. Das Ding ist, am Schluss ist es immer noch mein Kanal und ich kann immer noch am Schluss bestimmen, was da drauf kommt. So. Es ist einfach gut. Es ist einfach gut. Du kannst Vogel, Junge! Du kannst Sachen aus diesen Videos rausschneiden. Ja. Vielleicht, das kommt alles in ein Video, das so 35 Stunden lang ist. Wenn das alles roh ist, dann können wir uns alle löschen. Willst du wirklich die ganzen Rohaufnahmen bei uns in Chat schicken? Ist das eine gute Idee? Ich weiss nicht, Alter. Es haben erst 12 Leute. Die Kok zum Beispiel. Und meine auch. Nicht. Alter, ich gehe jetzt pissen. Isa, komm mit. Genau das ist der Moment, wo ich wieder die Videos schneiden kann und dann nicht. Und dass du bleib drin. Alter, ich bin so besoffen. Ich wollte nicht so besoffen sein. Wer hat das gemacht mit mir? Du! Michi! Ja! Das ist ja, das ist schon wahr. Nein. Für eine 50er? Bei mir siehst du es eh nicht. Nur eine. Das sieht beschissener aus als beide. Beide für 200. Weißt du, ich habe die Kamera angeschaut, es war ein Fehler. Mann, schieß doch schön. Nein, du musst so schießen, du musst so hin und dann so. Zack, über. Geil. Sehr. Mach's nicht auf. Sicher, das geht. Nicht auf dir. Nicht auf dir. Und ich habe mein Bier geöffnet, das schäumt nicht mehr so fest. Es hat also funktioniert. Schwöre. Wieso denn das so ironisch? Ich finde das wirklich nicht lustig im Fall. Ich rede jetzt schon wieder Sascha zu dieser scheiß Kamera. Ich gehe jetzt auch mein Backlein anlegen. Jedenfalls. Du es hier das so ablegen. So, oder? Jetzt muss ich nach dem Bild. Erik, wie du das in der Postpro siehst, bitte zensiert das. Was muss ich annehmen? Und da sie kommt gerade mit. Ja, ich habe irgendwie ein Stöhnen gehört oder so. Sie suchen Chips von Julian. Was sind die Chips? Weißt du das? Dass er wieder so dumm fragt am nächsten Morgen. Wo sind meine Chips? Gib mir Willy Wonka, ich bin nicht umsonst da. Gib dir Anaconda und sie bitte zu Madonna.